Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir, Lucia Dringmeri. Ich finde das faszinierend, diesen gelben Fleck sieht man in echt gar nicht so arg. Der fällt eigentlich nur auf der Videokamera auf und in den Videoaufnahmen. Das Weiße sieht man dafür weniger gut, das sieht man im echt wirklich besser. Da hingen mal Bilder. Ich glaube, das sieht man im Video auch gut. Ja, aber da überall so Bilder. Ja, das war vor meiner Zeit. Das war mal das Raucherzimmer quasi. Deswegen schaut das so aus. So hat die Tapete mal ausgesehen. Die war tatsächlich mal weiß. So gefällt sie mir fast besser. Schaut sie eher holzfarben aus. Auf jeden Fall ist es hier sehr kahl noch. Heute kommt mein Vater, also es ist, ich glaube, man kann es, kann man sehen, 2.19 Uhr in der Früh. Ja, also der Boden ist verlegt, er ist auch schon glasiert, das heißt Schmutzschutz aufgetragen. Es hat auch schon fast ausgestunken, es stinkt nur noch ein bisschen. Ja, morgen kommt, also heute kommt mein Vater dann, später natürlich, am Nachmittag. Und wir stellen den Futterkasten hier wieder hin. Die Tür bleibt weg, da kommt was anderes hin. Dann den Kasten, aber der wird noch nicht ganz hingestellt, weil den muss ich noch ausschneiden, damit ich den ganz an die Wand stellen kann, dass da kein Luckerl entsteht. Da müssen wir so ein Eck ausschneiden. Da steht er doch ein bisschen vor. Ja, das ist auf jeden Fall der Boden. Er ist leider nicht so eben, wie ich das mir erwünscht hätte. Das heißt, das Saubermachen wird doch nicht so leicht, wie ich erhofft hatte. Ja, wir konnten keine großen Fliesen nehmen, weil der Boden sehr uneben ist. Zum Beispiel hier. Hier geht es so runter. Also da haben wir so eine Mulde, da würde sich das Wasser auch sammeln, wenn man da Wasser einlassen würde. Ich habe übrigens hier, haben wir das ausgelassen. Also der Boden wurde ja zuerst einmal so angestrichen. Das sah sehr lustig aus. Fotos gibt es auf Instagram und Facebook und Twitter. Und weil sich der Kasten sonst nicht ausgehen würde, zumindest ist das ist wurscht, aber dann kann man ihn wenigstens gescheit hinschieben. Der geht sich genau mit dem Türrahmen und dem aus, wirklich auf den Millimeter genau. Ich hoffe, das steht nicht so weit vor, aber es sollte gehen, hoffe ich. Der Boden ist schön kühl, im Winter nicht so gut, wobei... Ja, wir sind nicht so heikel. Im Sommer wird das super. Freue ich mich schon. Ja, die Aquariumlampe habe ich hängen lassen. Die brennt immer. Das Foto, da kommt auch was, also Poster, da kommt auch was anderes hin. Ja, keine Ahnung, was er sich dabei gedacht hat, der Fliesenleger, aber wieso deine Klorollen halt da hängt. Naja, und das habe ich mir einmal gekauft, das fand ich irgendwie nett. Das hängt wahrscheinlich das ganze Jahr über da, weil Hirsche sind jetzt nicht unbedingt winterlich. Ja, naja, auf jeden Fall kann man das auch beleuchten, aber das zeige ich euch ein anderes Mal. Ich wollte nur zeigen, bevor das Zimmer angefangen wird einzuräumen, da kommen wieder die Boxen hin, die werden nur etwas anders gebaut, das heißt, die haben wir vernichtet tatsächlich, also die bunten Boxen gibt es nicht mehr. Es gibt dann alles in Nuss, also so wie die Kästen, wie man jetzt da draußen aussieht, Nuss wird dann alles. Ja, Fenster ist wie immer offen zum Lüften, das mache ich jetzt aber zu, weil ich muss in der Früh weg. Ja, also in der Früh, noch früher als jetzt muss ich noch schlafen. Ja, bin schon gespannt, wie das wird. Diese Nische ist übrigens fürchterlich, weil das sind wirklich genau 5 cm und diese sind nur 97. Genau wegen dem habe ich damals das Aquarium anfertigen lassen müssen, wegen diesen scheiß 5 cm da. Ich weiß nicht, wer das so blöd verbaut hat. Wären die 5 cm nicht, hätte ich ein schönes, günstiges Aquarium nehmen können. Aber nein, hätten sie halt 10 Liter mehr gehabt. Ja, oh, ich sehe gerade, das ist ein bisschen verdreht, das gehört so nicht. Oh nein, da passt es nicht. Also.
Irgendwie ist das schief. Das sollte eigentlich nicht anstehen da. Ja, keine Ahnung. Irgendwas passt nicht, ist wurscht. Das kommt dann sowieso irgendwann weg. Weil da kommt was anderes hin. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Video.